Vor mir steht Sebastian Stolz, Trainer der SG Darscheid-Mähren. Sebastian, teuer erkaufter Sieg heute mit einem verletzten Spieler Daniel Schmitz. Wie fällt denn dein Fazit nach diesen 90 turbulenten Minuten aus? Ja, Fazit ist relativ schnell gezogen. Ich denke, wir haben meiner Meinung nach verdient gewonnen, aber mit viel zu viel Zittern und grauen Haaren, die man Gott sei Dank nicht sieht. Aber wir müssen es einfach viel konsequenter spielen. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir haben aber bei jedem langen Ball wirklich Probleme gehabt. Da waren die Downer wirklich auch gefährlich, der Standards und lange Bälle in den 16er. Da müssen wir einfach konsequenter sein. Ich denke, spielerisch waren wir die bessere Mannschaft. Und der Sieg geht meiner Meinung nach in Ordnung, aber ist, wie du schon sagst, teuer erkauft. Ich hoffe mal, Daniel Schmitz ist nicht schwerer verletzt, sondern kommt in der Prellung davon. War halt meiner Meinung nach ein unnötiges Einsteigen von Martin, aber würde er wahrscheinlich jetzt auch selber wissen. Muss es, glaube ich, nicht sein. Aber so ist Fußball. Also passiert. Ich weiß nicht, wie wir zusammen, ist die Sache auch wieder gegessen. Gut, ja, war im Prinzip auch immer ein sehr emotionales Derby, wie es auch in den Jahren zuvor auch immer schon war, mit einem besseren Ausgang für euch. Jetzt 3 Siege in Folge. Wie soll es jetzt weitergehen, Sebastian? Ja, wir haben noch 2 Derbys vor der Brust mit Elscheid und Neunkirchen. Und praktisch, wir wollen beide Derbys auch gewinnen, erfolgreich gestalten. Wir wollen den positiven Fluss, den wir jetzt so langsam haben mit 9 Punkten in Folge. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir noch nicht alles so umsetzen, wie wir uns als Trainer das vorstellen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. War es die letzte Woche, war es heute auch wieder. Und wir müssen hart arbeiten die Woche, um dann nächste Woche wieder zu punkten zu Hause. Ein Wort noch zu Nils Esser, der heute im Alleingang euren Sieg herausgearbeitet hat. Wie fandst du seine Leistung? Ja, bei 3 Toren ist halt auch nicht viele Worte zu verlieren. Er ist für uns immens wichtig vorne drin, findet Gegner, ist absolut torgefährlich, macht das 2. Tor in Weltklasse, ist richtig gut drauf, denke ich auch. Für uns absolut eine Waffe vorne. Und hat er glücklicherweise heute auch wieder unter Beweis gestellt. Gut. Danke dir, viel Erfolg dann. Danke.